Kila Selei und herzlich willkommen zurück zu Valiant Hearts. Ja, Leute, die mir bei Facebook oder Twitter folgen, wissen ja, hallo, dass ich jetzt eine Pause gemacht habe, weil ich ziemlich krank bin, aber ich kann es jetzt nicht mehr abwarten. Ich versuche das Naseputzen und Husten auf ein Minimum zu beschränken, aber ja, vielleicht hört man es mir noch ein bisschen an. Ich weiß es nicht. Naja, schauen wir hier mal weiter mit Freddy. Was muss ich denn jetzt hier machen? Hallo? Soll ich euch helfen oder was soll ich tun? Ach so, okay. Ich soll an ihn ziehen. Ach ne, er hat tatsächlich ein Seil in der Hand. Nach zahllosen Rückschlägen und Verlusten gelang es den Kanadiern schließlich, den Hügel einzunehmen. Der Kriegseintritt der USA wurde nun von Woche zu Woche wahrscheinlicher. In seinem letzten Brief bestätigte Freddys jüngerer Bruder die wachsende Kriegsbereitschaft in der Bevölkerung seines Landes. Karl trennten nur noch wenige hundert Meter von Emils Hof, als das Dröhnen französischer Flugzeuge den Aprilhimmel erzittern ließ. Ja, wir haben ja unserem Hund und uns selbst hier die Gasmaske angezogen. Tagebücher. Ich bin kein Spion. Wie oft muss ich es Ihnen noch sagen, bis Sie mir glauben? Dass ich unter von Dorf gedient habe, ist auch keine Hilfe. Könnte ich Marie und Victor doch nur sehen, und sei es nur für eine Minute. Ich muss wissen, dass es Ihnen gut geht, aber wenn ich Sie sehen will, muss ich erstmal hier rauskommen. Ich glaube, das habe ich schon mal vorgelesen. Das da oben ist aber neu. 9. April 1917. Wenigstens bleibt dir dieser Wahnsinn erspart. Die ganze Welt ist verrückt geworden. Sogar mein jüngerer Bruder will der Armee beitreten. Ich muss ihn zur Vernunft bringen. Er hat keine Ahnung, welche Hölle ihn hier erwartet. Meine kanadischen Kameraden und ich haben heute einen glorreichen Sieg errungen. Aber um welchen Preis? So. Okay. Die Landwirtschaft in Kriegszeiten. Während die Männer an der Front kämpften, mussten die Bauernhöfe weiter bewirtschaftet werden, um die Bevölkerung zu ernähren. Frauen, alte Menschen und Kinder mussten sich nun um alle anfallenden Arbeiten kümmern. Da die Pferde häufig von der Armee requiriert worden waren, fiel die Arbeit noch schwerer. Auf beiden Seiten wurden Kriegsgefangene eingesetzt, um die fehlende männliche Bevölkerung zu ersetzen. Dass diese Maßnahmen nicht reichten, zeigte sich besonders im Hungerwinter 1916 und 17. Ja, Hungerwinter. Irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg hatten sie doch auch so einen... Achso, nee, wir haben ja eine Gasmaske an. So einen abartigen Winter, wo man dann ziemlich gehungert hat. Oha. Was ist denn hier los? Ach, da oben scheint irgendwas zu sein. Wir bewegen uns jetzt hier quasi durchs Gas. Ist da hinten eine Tür? Nee. Ich gehe mal zuerst hier hoch. Wenn der da schon so bellt. Aha, hier ist ein Rad. Was passiert, wenn ich daran drehe? Aha. Okay. Dann kann unser Hundel hinein. Oh, das ist aber sehr weit oben. Komm hierher. Der Hund, ich hab's mir schon... Oh, da oben guckt er aus der Wand raus. Ich hab's mir schon gedacht, aber einer, der mir bei Facebook folgt, hat mich darauf hingewiesen, dass der Hund wohl Walt heißt. Ich hab's mir schon fast gedacht, aber irgendwie finde ich den Namen ziemlich unpassend. So, ich weiß nicht, was ich hier getan hat, wenn ich ehrlich bin. So, jetzt lass ich mal... Ich sehe den Hund nicht. Okay. Also man hört es ja hier. Er sagt irgendwas mit Walt, ne? So, jetzt sind wir hier oben, aber unser Hund kann hier nicht mit. Ach. Ah, das beschränkt sich nur hierauf. Ah, da unten ist noch eine Tür, aber da können wir jetzt wahrscheinlich so hin. So, darüber können wir nicht. Ja, wir bräuchten unser Hundel. Kommt der nicht? Kann der nicht hier rüberkommen? Hey, Walt! Hey, Walt! Was ist los mit dir? Jetzt ist er da unten. Was machst du denn da unten?
Achso, nee, das ist... Mann, ich habe hier irgendwie gar keine Orientierung in diesem komischen Gas. Nee, okay, da... Was kann er denn hier eigentlich machen? Ja, kommt auf keinen Fall hier rüber. Naja gut, dann müssen wir erstmal ohne ihn weiter. Aber ich würde ihn gerne hier durchschicken, weil hier können wir ihn wohl irgendwas holen lassen. Eine Dose oder sowas. Hier liegt was. Rationsmarke. In den besetzten Gebieten wurden bestimmte Nahrungsmittel, insbesondere Brot, rationiert, da sie sehr knapp waren. Durch die Rationierung war es den Behörden möglich, die Qualität und Verteilung von Nahrungsmitteln zu regulieren und eine Preisexplosion zu verhindern. Ah, jetzt können wir ihn hier wieder runterholen. Okay. Komm, Henry, wo ist denn dein Körbchen hier? Los. Ich bleib dabei, ich nenne ihn Henry. Ich finde, das passt besser zu ihm. So, komm. Ach, hoppla. Ach, jetzt habe ich aber rausgefunden, zufällig, wie man diese Dinger da öffnet. Aber ich habe keine Ahnung, irgendeinen Knopf gerade gedrückt. So. Waltyline. Ach, du kannst aber doch nicht mit hier hoch. Ja, ich brauche dich aber. Wie mache ich das denn? Kannst du hier irgendwo? Nee. Nö. Okay, mal logisch denken jetzt. Wie kriege ich dich jetzt da hoch? Indem ich das hier mache, oder was? Ja, aber der kommt ja da niemals hoch. Ist es jetzt nach unten gefallen? Ich sehe es ja nicht. Ja. Ja, ich krieg den ja da nicht hoch. Ich habe das Gefühl, ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Ehrlich gesagt. Irgendwas sau einfaches übersehe ich jetzt wieder. Komm, Walt. So, ich brauche den da oben. Der muss mir durch das Loch da durch. So, ich gehe mal hier ganz hoch. Nö, da kommt er aber nicht mit. Ich kann hier auch nicht durchs Fenster durchklettern. Na Mist. Ich weiß nicht, was ich jetzt wieder... Ja, er schnauft auch schon, unser Lieber. Ich habe seinen Namen vergessen. Karl. Sag mir, was ich tun soll, Hühnchen. Komm. Schick dich nochmal hier rein. Hol dich nochmal hier hoch. Das bringt doch aber eigentlich gar nichts. Also ich fahre ihn mal ganz nach oben. So. Nee. Kann ja nur diesen Hebel benutzen. So. Er kann ja aber auch nicht hier darüber, das geht nicht. Nee. Oder vielleicht doch. Komm, ich probiere es jetzt einfach nochmal. Oh. Ach, jetzt sehen wir hier wenigstens was. Na, jetzt. Ja, jetzt kann er irgendwas hier... Jetzt ist irgendwas passiert. Was vorhin? Du sollst da reingehen. Ist zu hoch, oder was? Jetzt, ja. Das war doch vorhin nicht dieses Viereck, als ich ihn benutzt, also den Hund benutzt habe, sozusagen. Ja, jetzt ist es wieder nicht da. Ist das nur, wenn ich da oben bin? Oder wenn er da oben ist? Verstehe ich nicht. So. Nee. Das ist auf jeden Fall nur, wenn... Verstehe ich gerade nicht. Verstehe ich gerade nicht. Da ist jetzt was. Jetzt ist es wieder weg. Jetzt ist es wieder weg. Jetzt kommt's wieder.
geht so nicht. Ich muss hier noch irgendwas machen, dass der da drüben drauf kann. Nur what? Ist hier irgendwas? Hier ist irgendwas, was er benutzen kann, aber ich nicht. Das ist sehr seltsam. Ja, okay. Muss ich jetzt mal gerade zustimmen. Benutz nochmal das Ding hier. So. Ich verstehe nicht, was das hier sein soll. Liegt hier irgendwas rum? Ich weiß es nicht. Nee, ich brauche diese Dose, um das da drüben wahrscheinlich runterzuwerfen. Aber in die Dose komme ich so nicht ohne Hund. Tja. Hier außen ist sowieso gar nichts. Ja, Mist. Was soll ich denn jetzt machen? Okay, ich habe das hier runtergeholt, damit ich sozusagen das hier oben nicht brauche. Und kann ich das eventuell schieben? Hier ist so ein komischer Hebel. Das scheint mir aber extrem schwer zu sein, also... Aber ich meine, doch, Tatsache. Ich kann es schieben. Okay, alles klar. Ich dachte gerade, er fährt gerade unter seinem Po weg. So, na also. Er macht auch schon, wie ihm geheißen. So, hier mit der Dose, damit wir die da oben dran feuern können. Ja, brav. Ja, brav. Wie mache ich das nochmal? Werfen? So. Hab ja schon wieder alles vergessen. Ich sehe nichts. Naja, ich probiere es einfach mal so. Boah, wieso ist das denn explodiert? Ich dachte, das war nur eine Dose. Naja, umso besser. Oha. Hier ist wieder dick Gas. Oha. Ja, schlecht. Jetzt müssen wir hier mal einiges tun. Erstmal hier die Scheibe einschlagen. So, jetzt haben wir hier wieder... Okay, und damit tun wir dann wahrscheinlich den Haken nach unten machen. Was haben wir hier noch so? Hier konnten wir doch noch irgendwo nach hinten, ja. Aha. Aber der... Ja, den müssen wir wahrscheinlich an den Haken machen. So, wo ist er? Ich sehe den Haken nicht. Ah ja, okay, gut. Ich hoffe, ich sehe diesen Korb von da oben. Ja, im Schatten zumindest. So. Mal schauen, ob das schon reicht. Ja. Und jetzt... Achso, nee. Ich muss ja den Hebel benutzen. Und den kann ich jetzt wahrscheinlich darüber fahren. So, weiter geht's nicht. Hund, wo steckst du? Er hängt in seinem Korb da oben fest. Nein, hier kann ich aber nichts. Tja, nu? Er lässt sich nicht steuern. Ich muss den Part, glaube ich, sowieso beenden, ja. Na gut, dann müssen wir gucken, wie wir hier im nächsten Part weitermachen. Bis dann!